Wir starten hier im Namen von Die Unbestechlichen ein neues Videoformat. Für die, die es vielleicht noch nicht da draußen wissen, das Videoformat ist von Jan van Helsing, der dieses unterstützt. Und was unser heutiges Thema sein wird, in dieses ganze Wirrwarr da draußen, in den Alternativmedien, mal Wahrheiten oder Halbwahrheiten und auch Quatsch, der momentan durch diese ganzen Blogs geht und YouTuber ein bisschen auseinander zu klabustern. Denn wir verfolgen das ja, du und ich, jetzt schon Ja. seit langer Zeit und durch meine Erfahrung, ich habe für die da draußen, für unsere Zuschauer vor etwa gut 14 Jahren bei Secret TV angefangen als Moderatorin. Viele werden mich auch noch kennen und beschäftige mich seit etwa 20 Jahren. Damals, als die Unbestechlichen rauskamen, ich glaube, wir waren das erste alternative Format überhaupt im Internet. Und es gab noch nicht so viele und selbst da ist schon viel Quatsch durch das Netz gegangen. Ja. Und es war schwierig auch schon damals die Quellen zu recherchieren, wer spricht da, kann das überhaupt sein, was ich da gerade lese? Auch wenn es sich gut angefühlt hat und ich mir das gewünscht hatte, war doch die Hauptaufgabe die Recherche und die größte Aufgabe und die zeitintensivste. Und das betreibst ja du im Moment und ich und sind da natürlich auf Sachen gestoßen, die so nicht korrekt sind. Und das wollen wir mal heute ein bisschen auseinandernehmen. Ja, das freut mich sehr. Vor allen Dingen, für mich ist es toll, bin ja so ein bisschen geneigt, nachzuspüren, was an Verschwörungstheorien dran sein kann. Das ist das Spannende, finde ich, im Gegensatz zu dem, was uns die Fernseh- und Zeitungsmedien darstellen, was ihre Sicht der Dinge ist, auch mal auf Originalseiten und in Regierungsseiten zu stöbern, weil dort findet man wirklich unglaublich viel, wenn man weiß, wonach man suchen soll. Und mich freut es deswegen, weil gerade Jan van Helsing ja einer der ersten war, der überhaupt diese Schattenmächte thematisiert hat. Ich weiß noch genau, wie geflasht ich war, als er sein erstes Buch rausbrachte über die Illuminati. Und ich dachte, oh Gott, was traut der sich, darüber zu schreiben? Und wenn ich jetzt jemandem erzähle, ich schreibe für die Unbestechlichen, das ist die Seite von Jan van Helsing, sagen die, oh Gott, ja, das ist ja dieser mit UFOs und mit allem Möglichen. Also, er hat da Genau. schon einen Ruf und ich fühle mich sehr geehrt, als Fan von Verschwörungstheorien für die Unbestechlichen schreiben zu dürfen. Und jetzt wollen wir beide mal versuchen, ja, ein bisschen Fakt und Fiktion auseinanderzudröseln, wie du gesagt hast. Das erste Thema, was wir hier angehen wollten, war, es hausiert viel über die Einheit SHAVE im Netz. Und da haben wir zwei uns mal Gedanken gemacht und recherchiert und ich habe da einen sehr guten Kontakt für unsere Zuschauer. Das ist jetzt nicht jemanden, den ich einfach nur angeschrieben habe. Ich kenne ihn. Wir waren auch schon mit den Familien zusammen essen, bevor ich überhaupt dieses Interview mit ihm hatte. Er ist ein langjähriger General gewesen bis vor ein paar Monaten bei der US Army, ist auch immer noch in Deutschland stationiert und arbeitet immer noch für die US Army. Also er ist nicht raus, er ist General, in Deutschland sagt man AD, außer Dienst, ist aber immer noch aktiv tätig und wie gesagt, AD ist er erst seit, ich glaube, 2, 3 Monaten. Und mit ihm, er hat sich darauf eingelassen, mal mit mir diese ganzen Positionen durchzugehen, was wir so im Netz gefunden haben. Ja, Und da hast du leider ein paar von meinen Hoffnungen auch gleich ein bisschen zerstört. Ich hatte ja in meinem letzten Artikel, also zu Defender,
So hieß die Mission ja ursprünglich, Defender Europe. Und ich habe mich gefragt, was verteidigen die Verteidiger Europas wirklich? Kommen die wirklich nur für eine Übung? Und habe da mal ein bisschen nachgeforscht und da fand man eben schon einiges raus. Zum Beispiel, dass der Lieutenant General Cavoli, der diese ganze Mission leitet, auf der Seite, auf der offiziellen der US Army Europe gesagt hat, ja, das war vor etwa 2 Monaten, so genau wissen wir auch nicht, was wir da verteidigen und auch gegen wen wir verteidigen sollen. Und da habe ich mir gedacht, aha, interessant. Und inzwischen hat ja Jens Stoltenberg mehrmals gesagt, also gegen Russland geht es nicht. Das kann es eigentlich nicht sein, obwohl natürlich die Amerikaner schon darauf achten, dass Europa nicht, dass Putin nicht mit der Tatze nach Europa kommt, der russische Bär. Aber es gibt da halt viele Spekulationsansätze, was die hier machen könnten. Und ich habe da eben diese Vorbehaltsrechte gefunden, die die Alliierten sich ja ausbedungen haben im Krisenfall, im Fall von Unruhen und eingreifen zu können hier. Und ihre eigenen Länder das wollen, wird das abgesprochen mit deutschen Behörden und dann dürfen sie hier mit ihrem Militär auch tätig werden. Das ist jetzt der rechtliche Hintergrund. Hoffen natürlich viele, dass hier vielleicht mal wieder echte Demokratie einkehrt und dass, ja, da ja vieles im Argen ist, da wieder mal Recht und Ordnung hergestellt wird. Und da hat mich das sehr interessiert, dass du eben diesen Herrn kennengelernt hast. Und wir haben einen Fragenkatalog aufgestellt, was man ihn fragen könnte. Und jetzt bist du dran. Ich habe hier mal ein Bild, das ich den Leuten zeigen möchte. Ich hoffe, das klappt dann auch, so wie ich mir das vorstelle. Und zwar dieses hier. Da wird dann gezeigt, das geht auch durch das Netz mit verschiedenen Nummern und E-Mails. Und ja, Leute, da könnt ihr anrufen. Wenn euch die Polizei Ärger macht, dann kommt das Militär und hilft euch. Oh. Ja. Ah, das wär traurig, wenn in einem Rechtsstaat die Polizei Ärger macht und man kann die Besatzer alarmieren. Aber man sieht jetzt leider dieses Bild nicht im Moment. Ich habe den General, ich entschuldige mich dafür, dass ich seinen Namen nicht nennen kann, weil sonst hätten wir dieses Gespräch überhaupt nicht führen können. Ich habe ihm gesagt, ich komme mit einem Fragenkatalog. Er sagte auch, was er wahrheitsgemäß beantworten kann, das wird er tun. Was nicht, wird er mir nicht beantworten. Also wenn es ein militärisches Geheimnis ist, kann er dazu auch unter 4 Augen keine Aussage treffen. Selbstverständlich. Er sagte mir zu diesen Sachen, oder es kursiert ja auch im Netz, wenn an diesen Demonstrationen, die würden dann irgendwann demnächst diese begleiten und die oder diese friedlichen Proteste, die ja momentan Gott sei Dank weltweit, die Spaziergänge, die momentan Gott sei Dank weltweit zu sehen sind, würden sie die in Deutschland begleiten und ja, so ein bisschen die schützende Hand draufstellen. De facto ist nein, können wir nicht. Wir können nicht an deutschen Vorfällen beteiligt sein, wenn diese außerhalb des Stützpunktes sind. Ausnahme sind zum Beispiel ein Unfall, aber auch nur, wenn da ein Militär mit dran beteiligt ist, können sie hinzukommen. Und auch dann nimmt aber erstmal die deutsche Polizei alles auf. Sie können dann nur unterstützend ihren Militärperson, dann begleiten in diesem Verfahren. Sogar ist es so, wenn draußen ein Militär irgendetwas macht, kann die deutsche Polizei diesen inhaftieren. Und dann, was in der Regel dann passiert, ist, dass die US Army anfragt, ob man diese Person ihnen übergeben könnte und er dann vor ein US-Gericht gestellt wird. Das ist aber in deutscher Hand, ob sie dieses machen oder nicht.
Also diese Illusion muss ich nehmen, dass da irgendeine Einheit von Amerika eingreifen kann und uns bei diesen Märschen unterstützt. Das ist nicht wahr. Was ich erstaunlich finde, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, Ja. ich habe jetzt auch auf diversen Fernsehkanälen ja Videos gesehen von diesen Spaziergängen mit wirklich tausenden Leuten. Das war also für mich sehr beeindruckend, dass auf einmal die Mitte der Gesellschaft auf den Marienplatz geht und in Stuttgart auf diese riesige Wiese und sagt, nee, wir wollen jetzt diesen Lockdown nicht mehr und wir wollen unsere Rechte nicht für Sicherheit opfern. Das fand ich schon sehr erstaunlich. Und was mir jetzt gerade, als du hier geredet hast, einfiel, ist die völlige Abwesenheit von Antifa. Die Demos waren ja teilweise angekündigt und es gab keinerlei Störungen. Die haben zwar Leute verhaftet, weil sie die Abstandsregeln nicht eingehalten haben oder dergleichen, aber es war keine Antifa da. Und vielleicht reicht ja schon die Präsenz der Amerikaner, dass man weiß, die dürften eingreifen, wenn es da zu einem Aufeinanderprallen der linken und rechten Nein, Ideologien nicht käme. eingreifen. Sie dürfen außerhalb Ihrer Basis nicht eingreifen. Nein, aber dass die andere Seite, die ja grundsätzlich solche Demos gestört hat, wo immer sie konnte, dass die vielleicht nicht zurückhält, weil eben jetzt außer der Polizei auch noch andere Kräfte im Land sind. Ich weiß nicht, was die Schwer zu Antifa sagen. momentan blockiert oder nicht animiert, motiviert, da einzugreifen. Ich denke einfach, sind die Massen. Wir sind mehr. Ja, wir sind mehr. Denn mit so ein paar Antifanten, wenn da so 20 bunt bemalte ankommen und wir sind mehr und das ist die Macht. Das Und ist die Macht. ich denke, auch der letzte Antifant wird das irgendwie verstehen, was da passiert. Und die sehen ja auch, dass in den sozialen Medien sofort gepostet werden. Es werden Aufnahmen gemacht. Uns interessiert Ja. der Mainstream nicht. Ja. Das ist wunderbar, weil oftmals hast du dann wirklich das Live-Bild und es lässt sich aus dem Internet auch nicht mehr tilgen, wenn es jeder schon downgeloadet hat und es überall wieder aufpoppt. Das ist, finde ich, Zivilcourage. Das gefällt mir sehr gut. Absolut. Eine andere Frage, die immer wieder oder Aussage, die aufgetaucht ist, war ja, dass 80.000 Militär jetzt stationiert sind in Ja, habe ich Deutschland. auch gehört. Letztens hatte ja eine Bekannte sogar geschrieben, aus ganz sicherer Quelle sind jetzt 200.000 Soldaten in Wiesbaden eingetroffen. Ja. Ich habe dir ja dann das Bild geschickt, weil wie du weißt, dass ich bin ja auch ich bin Helikopterpilotin und wenn ich von Igelsbach in den Rheingau fliege, fliege ich da vorbei und habe dir mal eingezeichnet, wie groß diese Basis ist. Da ist auch eine Ja, genau. Runway und da weiß man aufgrund des Düsenantriebs, dass du nicht links und rechts um diesen Runway Zelte aufbauen kannst. Das ist logistisch nicht möglich. Die Basis ist zu klein für 200.000 Mann mit Toiletten etc. Das ist ja eine Logistik, die dann dahinter steckt. Zeig das mal eben. Ich habe das nämlich von dir noch das Foto. Ja, genau. Genau. Also es ist logistisch nicht möglich. Und hinzu kommt, der General AD hat mir dann auch gesagt, es sind um die 30.000 stationiert in Deutschland und keine 80.000. Es kommen auch keine mehr. Das ist nicht geplant, das ist nicht vorgesehen. Also auch das ist Fake News. Leider Gottes auch. Und das ist ja unser Antrieb für dieses neue Format, da mal ein bisschen Klarheit reinzubringen, auch in den Fake News. Fake News sagt schon, auch in den alternativen Medien gibt es Fake News. Ihr müsst euch vorstellen, wie der Mainstream durch ein Horn bläst und uns Lügen, unfassbare Lügen irgendwie auftischen möchte. So. Und wir spielen drauf an und verbreiten es. Und wenn wir dann nicht kontrollieren, ob das auch stimmen kann, haben wir den schwarzen Peter.
Es ist Das, genau, das Problem ganz ist einfach, schwierig, dass ja. momentan YouTuber Kanäle wie Pilze momentan aus dem Boden springen im Alternativbereich. Blogger, die ich verfolge viele auch auf Telegram, wenn ich eine Stunde nicht drauf gucke, haben die auf einmal 60, 64, 24, 38 Videos hochgeladen. Ich weiß, wie lange ich brauche, um ein Video wirklich zu recherchieren, und das ist nicht möglich. Das heißt, da wird einfach alles durchgejagt, was momentan auch da Ja, durchs Horn passt. inflationär. Und wenn ich jetzt die Gegenseite wäre, wenn ich vom Mainstream wäre und uns untergraben möchte, dann ist das Beste, was ich machen kann, auch ein paar Leute als in die Alternativszene zu schicken, die posten, machen und tun. Die Abos natürlich nach oben schrauben künstlich, damit man dann auch denkt, wow, der hat was zu sagen, sonst hätte er nicht so viele Ja. Abonnenten etc. Und am Anfang erzähle ich schon Sachen, die so stimmen, die auch passen. Dann werden so ein bisschen Halbwahrheiten, die dann kommen. Und um die Leute auch ein bisschen zu irritieren. Und was dann natürlich auch kommen kann, ist Aussagen, dass an Karfreitag werden die Mädchen runtergefahren. Dann die Merkel wird inhaftiert und es gibt dann erstmal nur einen Sender, der dann die Leute anfängt aufzuklären, um was hier momentan passiert. Das ist nicht passiert. Dann hieß es den 8. Mai Genau. etwas ganz Die Großes, Jalta-Konferenz wurde sehr Sicherheitskonferenz geplant favorisiert. zwischen Putin und Trump. Trump hat diese abgesagt kurzfristig. Und Putin Putin, habe ich hat Trump gesagt? abgesagt. Ja. Entschuldigung. Putin hat diese kurzfristig abgesagt. Also auch das findet nicht statt. Und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, ich habe schon viele Sachen gehört, dass dann und dann das und das passiert. Mich riefen dann Leute an, die er auch kennt, wenn ich sie namentlich nennen würde, und sagten, du musst auf das und das Datum achten, da platzt die Blase. Er sagt, gut, wir telefonieren mal den Tag darauf. Nichts ist geplatzt. Und Ja. ich kann sagen, aus jetzt 14 Jahren aktiver Arbeit, und du kennst Leute, ich habe einfach durch diese Tätigkeit auch gute Kontakte knüpfen können in Bereiche, die schwierig sind. Jan hat mega Kontakte in solche Bereiche nach oben und die Ja, dann darf ich dazu auch was sagen? Weil Jan kennt ja viele nicht so genau, aber wir hatten kürzlich ein sehr langes Gespräch und da sagte er, dass er einfach wahnsinnig viel in der Welt rumreist Genau. und Leute trifft und sich durchfragt und er hat einfach so ein Glück, dass er auch dann wirklich Insider trifft aus dem Geheimdienst, aus dem Militär, Genau. Vertrauen erweckend, dass die ihm dann wirklich sehr viel erzählen. Und das finde ich mega spannend, so heranzugehen, wirklich in medias res, in die ganzen Welt zu gehen. Ja, und Und das er ist hat die mich auch einzige Form, die auch gewarnt, dass funktioniert. ich in meiner eher Verschwörungsansatz nicht hier zu weit gehe, meiner Euphorie, wenn irgendjemand gerade was bringt, was jetzt in mein Weltbild passen würde. Und ich denke mir endlich, also da müssen wir wirklich alle aufpassen und ich fange da bei mir selber an, weil ich kenne mich. Um die Sache jetzt zu Ende zu bringen, Ja. also dieses Thema zu Ende zu bringen, was passiert, wenn infiltriert wird und wenn Aussagen getroffen werden, die nicht eintreffen? Oder man dann irgendwie doch Step by Step feststellt, dass manche Videos, die da gepostet wurden, nicht der Wahrheit entsprechen. Ich sage nicht, dass wir und unsere Insider auch immer nur die Wahrheit kennen. Die kennen wir alle nicht. Jedoch, wenn ich anfange, Lügen zu streuen und ein Datum zu nennen, dann bist du beim ersten Mal, sagst noch, okay, das kann passieren, beim zweiten Mal bist du schon etwas frustriert und beim dritten Mal bist du angeschlagen. Und wenn es das vierte Mal passiert und du dann anfängst, auch dahinter zu kommen, dass vielleicht auch in den manchen Alternativmedien das auch nicht alles so koscher ist, dann resignierst du. Du wirst deillusioniert.
Ja, und es ist schade, weil die Leute wollen wissen, was passiert. Und wir haben uns das als alternative Medien ja auf die Fahnen geschrieben, dass wir schauen, was hinter den Dingen abläuft. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns da nicht in der Euphorie selber diskreditieren. Genau, weil dann würde etwas passieren, was wahnsinnig schade wäre, dass wenn dieses Kartenhaus dann für die Menschen zusammenbricht, sie resignieren. Und wir haben momentan so eine super Energie da draußen von den ganzen Menschen, die Das ist raus, toll. friedlich Ja. rausgehen. Es Ja. gibt keine Gewalt, es ist Harmonie, es herrscht, ja, lass es mich sagen, es herrscht Liebe, ein Miteinander. Ich kann mich nicht erinnern, wann, also in meiner Generation, wann es das jemals in dieser Form gegeben hat. Ja, eine Aufbruchsstimmung. Ja. Alle sind irgendwie in Euphorie und denken, jetzt, Aufwachen. wir machen jetzt eine neue, eine bessere. Wir fangen jetzt. Ganz wichtig, Energie ist sowieso unglaublich wichtig. Genau. Und gerade als Gegenstück zu dieser ganzen Corona-Hysterie, wenn man einfach nur mal die Medien durchschaut, morgens schaue ich mal alle Kanäle durch und überall sind die neuesten Zahlen, die man auch schwer einordnen kann. Da muss ich ausschalten, weil ich sonst gleich wieder in dieses Angstthema komme. Genau. Weil das macht einfach Angst, so viele absolute Zahlen. Und da ist es echt schön, dass die Leute jetzt rausgehen, sich trotz Abstandsregel einfinden und gemeinsam quasi ein Ziel haben. Es darf jetzt nur nicht nachlassen. Wir müssen jetzt wirklich alle dabei bleiben. Und genauso friedlich sollte es weitergehen wie bisher. Entschuldige, was mir jetzt einfällt, was ich sehr interessant fand, weil du hast mir im Vorgespräch ja schon erzählt, was dieser General gesagt hat zu Amerika und Obama Gesundheitssystem und quasi einer Parallele hier nach Deutschland. Ja, das ist interessant, ist jetzt aber nichts auf, also nichts, was, ich kann es kurz sagen, hat jetzt mit diesem Thema hier nicht zu tun. Es ist einfach Nein, spannend, dass aber dieses ich. Obamacare, was auch viele nicht wissen, ist so gewesen, dass Obama gesagt hat, jeder muss sich versichern, ja. Und alle illegalen Immigranten bekommen die Versicherung bezahlt, bekommen eine Rente bezahlt und bekomme ein Wahlrecht. Das heißt, er Ja. hätte sich und diese Partei, die hätten sich die Stimmen gesichert. Denn in Amerika herrscht das Gleiche wie auch bei uns. Die Menschen sind wahlfaul. Sie gehen, sind, ich weiß die Zahlen jetzt nicht genau, aber sagen wir mal zwischen 20 und 30%. Also zumindest in Amerika sind es knapp 30%, noch nicht mal. Und ich glaube, wir sind auch so. Jetzt überleg mal, aber Millionen von Immigranten bekommen dieses Recht, bekommen die Sozialleistungen, Insurance und alles. Das ist doch klar, wen die wählen. Und das Interessante ist, dass unsere Frau Merkel eine absolute Blaupause auf Deutschland übergestülpt Ja, hat. Ja? genau das meine ich. Das ist für mich komplett neu, obwohl ich wirklich überall stöbere. Aber das war für mich neu, dass im Grunde das hier genauso läuft mit der Alimentierung und mit den Benefits. Nur das mit dem Wahlrecht klappt noch nicht so ganz durchgängig Noch wie nicht in Deutschland. noch nicht, ja. Ich glaube, wenn wir alle stark bleiben und weiterhin friedlich da draußen Position zeigen, wird es auch schwierig für Sie werden, so etwas umzusetzen. Ja. Nur man kann sich ja selbst ausmalen, was passiert, wenn ich diesen Leuten ein Stimmrecht gebe. Es wird nie wieder eine andere Partei an die Macht kommen. Ja, Das weil ist die werden ja richtig. bekloppt zu sagen, der Ja. mich füttert, dem schneide ich die Genau. Hand ab. Und von daher, ja, das war auch so eine unheimlich interessante Geschichte. Ich habe dann auch gesagt, sag mal, warum seid ihr denn überhaupt hier in Deutschland? Sagt er ja, weil die NATO das so möchte. Es entscheidet die NATO, dass sie hier sind. Und ich habe gesagt, und wann geht ihr wieder? Und sagt er, das entscheidet auch wieder die NATO. Er sagt ja, aber warum seid ihr hier? Ich fühle mich nicht wirklich bedroht und ich sehe auch
erstmal jetzt, ich sag mal, für den Michel besteht ja keine äußerliche Bedrohung. Und dann sagt er doch, es gibt fünf Faktoren. Das ist Iran, Nordkorea, China, Russland und die ISIS. Er nennt das Bedrohung und interessant fand ich eben, dass er Russland genannt hatte, weil das Gespräch war ja noch vor dem angeblichen Treffen am 8.9. in Russland. Und dann fragte ich ihn, ja, was denn für eine Art von Bedrohung? Sagt er, und das darf er mir nicht sagen. Und ich habe dann halt weitergefragt und gebohrt, habe gesagt, ja, ist das wirtschaftlich, ist das technologisch, handelt es sich um Biowaffen? Und dann hat er nur gegrinst und sagt er, einfach, du bist auf dem richtigen Weg. Mehr kann er nicht dazu sagen. Er kann natürlich nicht, er muss seine Geheimhaltung ja auch wahren, was ich auch verstehen kann. Absolut. Nur die Frage ist dann, wieso man mit Panzern und Mannschaftsfahrzeugen und eben am Boden, für den Bodenkampf gerüstet in diese Übung geht. Weil gegen eine biologische Bedrohung irgendeine chemische Waffe von oben oder auch ein EMP ist man ja da, sind die Bodentruppen machtlos. Aber gut, das wird man sich schon überlegt haben. Die Was haben, aber ich was persönlich als es die geht größte nicht mehr Bedrohung selbst von auf. all diesen, die du aufgezählt hast, finde, ist für mich ISIS. Die ISIS, ja. Der IS. Zumal ja ganz offensichtlich ist, dass sehr viele dieser in Syrien nicht mehr erwünschten Terroristen nach Deutschland einfach eingewandert sind. Und auch der Verfassungsschutz alle Hände voll zu tun hat und eine Weile fast im Wochentakt irgendwo so ein Anschlag vereitelt hat und ausgeforscht hat. Also diese Bedrohung sehe ich als die dringlichste für Deutschland und auch für Europa. Und das könnte ich mir jetzt vorstellen, das ist wiederum eine Vermutung, dass Patrioten wie Trump und auch Putin, die beide, glaube ich, Europa sehr schätzen und vor allen Dingen Deutschland sehr schätzen, dass beide nicht möchten, dass Europa auf lange Sicht islamisch wird oder auch eben Anschlägen ausgesetzt ist. Und dass vielleicht deswegen auch so eine Präsenz im Lande ganz, ganz hilfreich ist. Genau, Natürlich er sagte können auch, sie nicht ewig bleiben. genau, weil er sagte auch, die Präsenz ist wichtig, Ah, okay. um nach außen zu signalisieren, wir sind da. Ja. Und habe ich gesagt, ja, aber mit 30.000 ist das so viel? Und dann sagt er, du, es reicht einfach aus, dass sie wissen, wir sind hier. Ja. Und jetzt sagen auch bestimmt manche Leute, ja, der hat der Schwachsinn erzählt, klar kommt Scheif und unterstützt uns und klar kannst du die Nummern anrufen und nein, da sind in Rammstein so und so viele. Wie gesagt, du hast das Bild reingezeigt, das ist nicht Rammstein, das ist hier bei Wiesbaden. Es stimmt nicht und dass er Blödsinn erzählt, okay, der Jan hat ja ein neues Buch veröffentlicht. Und darin hat er ja auch im Vorspann geschrieben, genau das Gleiche. Leute, hört nicht auf den Quatsch. Das unter den Verschwörungstheoretikern gibt es Verschwörungstheoretiker, die euch Sachen erzählen. Oh Gott, was eine, also eine never-ending Story, die euch einfach Sachen erzählen, die nicht stimmen. Ja, und dann sagt er, du, Wessner, ich bin aus den eigenen Reihen angefeindet worden, weil die Leute wollen so sehr daran festhalten, dass Ja, das stimmt und genau. wollen, auch da wird eine andere Meinung nicht akzeptiert. Und ey Leute, das kann nicht sein, dass wir jetzt genauso sind wie der Mainstream. Ja, wir sind, weil wir eine andere Meinung haben und wir lassen andere Meinungen zu. Wir müssen einfach recherchieren und offen bleiben für alles. Wir müssen auch eben offen bleiben, dass es unter uns auch Verschwörer gibt oder Leute, die es nicht gut mit uns meinen, die Ja, eben oder eben diese Machtpotenz, Infiltrierte, die da draußen ist, die Energie wollen sie zerschlagen mit aller Macht.
Weil das, was jetzt passiert, ihr seht es doch selbst auf diesen ganzen Frieden, auf den Märschen, wenn ihr rausgeht. Am Anfang waren es ein paar, dann waren es 100, jetzt sind es Tausende und es werden von Woche zu Woche werden es mehr Leute. Und davor haben sie Bammel. Und zu Recht haben sie Bammel. Ja? Absolut, weil das auch diese Energie, auch die andere negative Energie dann übertüncht, weil immer das Licht die Dunkelheit durchdringen kann, aber niemals umgekehrt. Und da müssen wir uns auf das Licht und auf den gemeinsamen Weg und diese Energie fokussieren. Genau. Und dann kann es auch nicht sein, weißt du, du hast Kontakte zu Insidern. Und wie gesagt, ich sage nicht, das Interessante ist, anders, das Interessante ist, auch der Jan hat ja zu hochgradigen Generälen aus dem US-Militär von einer anderen Seite Kontakte. Und er sagt genau das Gleiche, was auch mein General, ich nenne ihn jetzt mal mein General, von sich gibt. Und es gibt keine interne Agenda, wie die Leute zu agieren haben, so nach dem Motto, hey, wenn ein Verschwörungstheoretiker anruft, dann sagt ihr alle das Gleiche. Das gibt es nicht. Ja? Die kennen sich auch nicht, die haben nichts miteinander zu tun und trotzdem sagen sie das Gleiche. Wir greifen nicht an. Und wenn sich die Leute mal die Reden von Donald Trump komplett im Original mal anhören, er sagt auch was zu dem Coronavirus. Er wird in seinem Staat wird er helfen. Aber in den anderen Staaten wird er nicht eingreifen. Er sagt den Leuten, ihr müsst aufstehen und ihr müsst gegen den Gouverneur und seine Entscheidung protestieren. Er greift ja noch nicht einmal innerhalb seines eigenen Landes ein. Glaubt denn dann jemand, dass er hier in Deutschland eingreifen wird für so etwas? Nein, und es ist nicht gestattet. Und also so wie ich das sehe mit Trump, hat er im Grunde, so wie Merkel auch ihre Kompetenz abgegeben hat an die Länder, hat Trump diese Entscheidungen, Lockdown oder nicht und wie viele Maßnahmen und welche Regularien hat er an die Gouverneure abgegeben. Und natürlich sich da auch ein Stück weit aus der Verantwortung gezogen, weil ja doch keiner wissen kann, wie ernst es mit dem Corona ist. Und jetzt müssen diese Gouverneure für ihre Bundesstaaten selber einstehen dann. Und was ich jetzt auch interessant finde, ist, dass gerade die schlimmsten Hotspots für dieses Coronavirus in New York sind, in einer Hochburg der Demokraten und auch in Kalifornien. Ich kann mir das nicht erklären, weil die Krankheit ist ja nicht parteiisch. Aber das ist seltsam. Die Frage stellt sich mir schon lange und ich komme nicht auf einen grünen Zweig. Sie ist genetisch so, je nachdem, welche Partei du wählst, den greift sie dann an. Also es ist so, auch wenn dann Leute, anders, dann fragen auch welche, manche, ja, warum hat denn die Military Police ein deutsches Kennzeichen? Ja, genau. Hat er auch beantwortet. Das ist ein Sicherheitsfaktor, dass sie nicht mit amerikanischem Kennzeichen rausfahren. Und wer die Autos mal gesehen hat, die ähneln ja sehr der deutschen Polizei. Also du kannst sie auf den ersten Blick so nicht erkennen. Daher ein deutsches Kennzeichen und die Farben. Das ist der einzige Grund. Also wenn man, wie gesagt, mal anfängt, hineinzugehen in diese Themen, dann merkt man, dass man immer mehr und mehr so rauspickt, was eben nicht so ist. Und ich weiß selbst, wie viel Arbeit das ist, diesen Dingen auf den Grund zu gehen. Das müsst ihr da draußen gar nicht alles machen, außer bei den Themen, die euch wirklich am Herzen liegen. Setzt euch vor den Rechner und fangt an, zum Beispiel als dieses sensationelle Video rauskam mit der Ärztin in Amerika, diese Wissenschaftlerin, die mal gesagt hat, wir haben ein Heilmittel, wir hatten auch ein Heilmittel gegen HIV, das viel zu spät eingesetzt wurde, aus uns ja sowieso bekannten Gründen. Und auch da habe ich dann angefangen. Hat die tatsächlich in diesen Instituten gearbeitet? Wie lange hat sie gearbeitet? War sie in Gefangenschaft? Kann das denn überhaupt alles sein? Und dann fange ich an, wenn sich das alles bejaht, dann fange ich an, ein Video
auch für mich als eine erstmal Wahrheit anzunehmen. Und das ist das, was ich auch nur nach draußen geben kann. Fangt an, dann, wenn es euch wichtig ist, da mal zu recherchieren. Und da möchte ich gerne einhaken. Ich finde es großartig, wenn jetzt gerade Leser und Bürger, die rausgehen und die irgendwas sehen, wie zum Beispiel diese Military Police Autos auf dem Parkplatz eines Autoverleihs, dass die dann ihr Handy zücken, da mal schlüssige Bilder machen, wo man eben die Autos sieht, vielleicht auch die Menge der Autos, vielleicht auch ein Kennzeichen. Und dann das ins Netz stellen und sagen, hier, ich war an dem und dem Tag da und dort und habe genau das fotografiert. Dann ist das mal ein Zeitdokument und dann können sich andere Gedanken drüber machen. Zum Beispiel in Chemnitz mit diesem Vorfall, da gab es genau ein Videoschnipsel von 10, 12 Sekunden, das dann überall aufgetaucht ist. Und wenn da Bürger, die bei dieser Demo dabei waren, und fast jeder hat da immer sein Handy, weil er es ja dokumentieren möchte, dass die dann sagen, hey, Moment, ich habe da gefilmt, habe das gesehen und ich habe hier auf dem Handyvideo. Es ist kein Beweis, in Zeiten von Deepfake ist auch ein Video kein Beweis, aber so können wir von unten was tun und auch was beitragen. Und gerade bei den Demos, wo es dann heißt, jetzt ein paar, es waren 1000 Leute oder so. Wenn da mal jemand von oben in einem Hotel oder irgendwo auf die Dachterrasse geht und runter filmt und dann sagt, ich war an dem und dem Tag dort und dort und das sah so aus. Das wäre unheimlich wichtig im Dienste der Wahrheit. Auch wenn es nicht stichhaltig ist, aber da, wenn da mehr Videos auftauchen aus verschiedenen Perspektiven, wenn jemand noch den Klarnamen nennt, ich bin der und der, dann wird es natürlich schon authentischer. Das wäre mein Appell an die Leute da draußen, an unsere Leser und auch an unsere Zuschauer. Ja, ob sie bei den bei den Märschen mal so ein Auto sehen, wo Military Police drauf, also Military draufsteht, ganz breit über die Seite ist es Kennzeichen. Eigentlich auffällig. Da hilft das Kennzeichen im Grunde nicht. Ob sie, also es ist ein deutsches Kennzeichen. Es ist nur durch die Aufschrift zu erkennen, dass es vom Militär ist. Und was auch interessant war, war bei dem General, weil ich ihn fragte, du, es gibt ja auch so vieles bezüglich Deep State. Dass Trump jetzt da aufräumt, gerade auch diese pädophilen Szene aufräumt und, und. Und dann hat er gesagt, ja, also was er macht, das ist schon, er nutzt die Gunst des Shutdowns, weil ja dann die Leute zu Hause sind und er räumt auf, was die Kriminalität angeht. Also das bedeutet auch Drogenhandel, ja, Geldwäsche etc. Diese ganzen Sachen räumt er, soweit es geht, ist er gerade dabei aufzuräumen. Das stimmt. Also es geht ja nicht nur darum, was ist fake, sondern es geht ja auch, hey, das stimmt, er macht das. Ja, das sagt auch das Militär, ja. Er ist gerade momentan voll im Thema, geht da voll rein. Ja, und die da Mist gebaut haben, kriegen jetzt eine von Latz geschossen von ihm. Und das läuft. Das kann ich das dann... Läuft. Das wäre fast ein schönes Schlusswort, Wesner, weil wir hatten uns, glaube ich, 20 Minuten vorgenommen. Genau. Ich kann nicht sagen, wie lang es jetzt schon ist, aber sicher einiges länger. Also ich hoffe einfach, dass es den Zuschauern gefällt, dass wir ein bisschen versuchen, Licht in dieses Wirrwarr reinzukriegen von diesen Tausenden von Videos, die da kommen und den Unterschied zwischen Mainstream, alternativen Szenen, auch in der alternativen Szene unseren Fokus haben und da mal hinter die Kulissen blicken, was ist ein bisschen fake und was nicht. Und hoffen, ihr habt Spaß gehabt. Und mit uns dann beiden. Kommen wir auch gemeinsam voran. Und ich würde auch einen Appell richten an euch da draußen, dass ihr vielleicht jetzt auch mal dieses Video, das ja auch auf YouTube, glaube ich, hochgestellt wird, auf die Unbestechlichen, auf die Seite auch. Ja. Auf die Seite und dann kann man es in YouTube auch abrufen, weil auf den Unbestechlichen kann man, glaube ich, nicht kommentieren. Dass ihr dann
im YouTube-Video in die Kommentare reinschreibt, wie ihr dieses Format findet, was ihr ändern würdet, was euch gefallen hat und auch welche Themen euch interessieren. Und uns gerne auch mal was zuschickt und sagt, hier, schaut da mal rein und schaut euch das mal an, weil das ist ein unheimliches Potenzial, was wir alle haben. Und das geht dann irgendwo Hand in Hand mit den Spaziergängen in den Großstädten. Und wir können dann was draus machen und nachschauen, was ist dran, was ist nicht dran. Und dann am Ende fragen wir wieder deinen General. Genau. Ich wollte dazu ein Bild noch zeigen. Du hast Flügel, hör auf zu kriechen. Danke an euch da draußen, dass ihr aufgehört habt zu kriechen und wir immer mehr werden. Und ich liebe euch. Danke für alles. Oh ja, das ist wunderbar. Das Gleiche gilt von mir für euch. Erst wenn die Kriechenden aufhören zu kriechen, hören die Herrschenden auf zu herrschen. Das gilt dann für alle Bösen. Eva. Vielen lieben Dank. Tschüss. Tschüss, Vesna. Tschüss, ihr. Wir hören. Alle.